Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games um Jack Hardware. Heute präsentiere ich euch die brandneue Logitech G610. Richtig geraten, es handelt sich hierbei natürlich um eine mechanische Tastatur für Spieler. Und einige von euch werden vielleicht die Tastatur wiedererkennen, denn wir hatten schon vor einiger Zeit eine sehr ähnliche Tastatur im Test bei uns, gab auch ein Testvideo dazu, damals aber unter der Bezeichnung G810. Wo die Unterschiede sind, das werde ich euch jetzt in unserem Testvideo verraten. Fangen wir mal an. Grundsätzlich ist die G610 und die G810 komplett ident, was das äußere Erscheinungsbild betrifft. Zur Erklärung, Logitech hat in den letzten Jahren ja einige mechanische Gaming-Tastaturen auf den Markt gebracht. Und mit der G810 hat man das erste Mal eine relativ schlichte, Anführungsstrichlein, nüchterne Tastatur auf den Markt gebracht, also ohne großen Schnickschnack, ohne dedizierte Makrotasten, ohne diesen typischen, sage ich jetzt einmal, Gaming-Feature, was viele Leute auch nicht unbedingt mögen. Also ich bin einer davon, ich mag mechanische Tastaturen, aber ich mag sie relativ schlicht und simpel. Ich habe keinen Bock auf diese ganzen bunten Beleuchtungen, auf dedizierte Makrotasten, auf diese ganzen Schnörkeleien. Und das ist so ein Trend, ja, den gehen jetzt immer mehr Hersteller nach. Ja, es gibt immer mehr Hersteller, die so ähnliche Tastaturen auf den Markt bringen. Also schlichtes Standardgehäuse, so wie im Fall der G610. Und die G810, die war eben die erste Tastatur, wo Logitech eben gesagt hat, komm, wir machen mal was ganz Schlichtes für die Leute da draußen, die vielleicht die Tastatur auch am Arbeitsplatz stehen haben. So, die G610 ist jetzt quasi eine etwas abgespecktere Version, auch eine etwas günstigere Version als die G810. Das liegt in erster Linie aber nicht an den Ausstattungsmerkmalen, weil die sind komplett ident. Die gehen wir mal ganz kurz durch. Bereits wie erwähnt, wir haben hier ein schlichtes Kunststoffgehäuse aus ABS-Kunststoff. Alles sehr hochwertig gefertigt, das Kabel knapp 2 Meter lang, stoffummantelt, einwandfrei, gibt es nichts zu meckern. Wir haben auf der Rückseite kleine Standfüßchen, mit denen wir den Neigungswinkel der Tastatur ändern können. Wir haben auch Anti-Rutschstreifen, das heißt, das Ding hält wirklich bombenfest. Ja, vorher fällt wahrscheinlich hier der Tisch um. Dann haben wir ein paar dedizierte Mediatasten. Fangen wir mal an. Stumm zum Stummschalten, also Muten, dann haben wir Play, Pause, Stopp, vor, also zurück und vor. Das sind so die dedizierten Mediafunktionen, was ich auch sehr schön finde. Also wir haben keine Mediafunktionen über die FN-Taste, sondern es läuft alles hier über diese dedizierten Mediatasten ab. Also einwandfrei. Wir haben dann auch hier noch an der Seite, an der rechten Seite, so eine Lautstärke-Walze. Damit kann man schön die Lautstärke regulieren. Und dann haben wir noch zwei speziellere Tasten. Einmal eine Taste, um die Beleuchtungsintensität zu ändern. Ja, wird man jetzt vielleicht im Video nicht ganz so gut sehen, weil es relativ hell ist. Aber damit ihr die Tastatur besser seht. Also auf jeden Fall hier könnt ihr die Helligkeit ausschalten oder eben in, glaube ich, insgesamt 5 Stufen sind es, 5 Helligkeitsstufen, die Beleuchtung regulieren. Und dann haben wir hier noch den, ja, den klassischen Gaming-Button, damit deaktivieren wir die Windows-Tasten. Also da geht dann die Tastatur quasi in den Gaming-Modus über. So, jetzt ist natürlich die große Frage, was hat Logitech jetzt an der G610 geändert? Und dazu werden wir ein kleines bisschen ranzoomen. So, ja, da sieht man es nämlich schon. Ich habe nämlich bei einer Taste die Tastenkappe abgenommen und jeder von euch, der was ein kleines bisschen Ahnung hat von mechanischen Schaltern, der wird sofort wissen, Moment, ich schwenke da noch ein kleines bisschen rüber mit der Kamera, wups, sorry für das Ruckartige gerade so. Es handelt sich hierbei um Sherry Switches, ja, um genauer gesagt um Sherry MX Brown Switches und das ist eben jetzt die Besonderheit von der neuen G610. Bisher hat ja Logitech in erster Linie die hauseigenen Switches verwendet, also genauer gesagt sind es die sogenannten Omron Roma G Switches, also die kommen von der Firma Omron, werden aber in erster Linie von Logitech verwendet. Aber man muss erwähnen, Logitech hat bei seiner allerersten mechanischen Gaming-Tastatur, das war die G710 bzw. die G710 Plus, bei diesen beiden Tastaturen hat Logitech bereits auf Sherry Switches gesetzt, nämlich auf die Brown und auf die Blue Switches. Und jetzt hat Logitech gesagt, okay, wir bringen eine etwas günstigere Tastatur raus, um den Preis weiter runter zu senken. Ja, im direkten Vergleich zur G810 verwenden wir statt unseren Roma Switches die Sherry Switches. Die sind etwas günstiger. Man hat auch die Beleuchtung angepasst. Man sieht ja schon, wir haben hier eine LED. In dem Fall haben wir nur eine weiße LED oben an der
am Schalter und entsprechend hat die Tastatur auch nur eine schlichte weiße Beleuchtung. Ich finde das nicht weiter schlimm. Klar, wenn man jetzt eine farbige RGB-Beleuchtung möchte, dann ist die G610 nicht so optimal. Dann sollte man zu der G810 greifen. Die hat eben die Roma G-Switches plus eben die RGB-Beleuchtung. Bei der G610 haben wir eben nur eine weiße Beleuchtung und nur unter Anführungsstrichlein des Sherry-Switches. Aber ihr wisst ja, die Sherry-Switches, die sind wahnsinnig beliebt, weil man eben weiß, die sind super verarbeitet von der Qualität her. Also auch ich schwöre nach wie vor auf die Sherry-Switches und ich bin ehrlich gesagt sogar ein bisschen froh, dass es jetzt wieder mal eine wirklich hochwertige, schöne Tastatur mit Sherry-Switches gibt. So, ich möchte euch aber jetzt auch noch ein bisschen was erzählen zu den Schalter selber, denn es gibt die G610 einmal mit den MX Brown Switches, also so wie wir es hier gerade liegen haben. Es gibt es aber dieselbe Tastatur, aber auch mit den MX Red Switches. Auch die hatten wir im Test. So, kurze Erklärung, wo sind die Unterschiede? Die Brown Switches, die was wir hier eben verbaut haben, das sind sogenannte taktile Schalter. Taktile Schalter, das heißt, ich habe einen spürbaren und auch einen hörbaren Widerstand beim Auslösen der Taste. Alle Sherry Switches, in dem Fall jetzt die Brown, die Red, die Blue und auch die Black, die haben alle einen Auslösepunkt von 2 mm. Also man braucht 4 mm, um sie komplett durchzudrücken. Ja, also bis ich sie komplett einmal durchgedrückt habe, sind es 4 mm. Und damit, damit der Befehl ausgelöst wird, sind es nur 2 mm. Ab 2 mm habe ich dann eben einen ganz leicht spürbaren Widerstand. Ja, den hört man auch ganz, ganz leicht, aber da muss man dazu sagen, bei den Brown Switches, das ist so minimal, also kein Vergleich zu den Blue Switches. Die sind deutlich lauter, also lauter, die hört man wirklich heraus. Bei den Brown Switches, die sind relativ angenehm leise. Auch die Kraft, die man aufwenden muss, das sind knapp 50 Gramm, ist auch nicht wirklich hoch. Also die sind wirklich optimal geeignet, die Brown Switches, für Schreiber, aber auch für Zocker. Also die sind so ein schönes Mittelding. Dieselbe Tastatur gibt es auch mit den Red Switches. Erkennbar auch direkt bei der Verpackung, da steht auch drauf, Red Switches ist ein großer Aufkleber drauf, also man kann sie nicht verwechseln. Die Red Switches sind lineare Schalter. Linear heißt in diesem Fall, ich habe keinen Widerstand. Ich kann die Taste komplett durchdrücken, ohne dass ich einen Widerstand habe. Auch die Kraft, die ich aufwenden muss, ist etwas niedriger als bei den Brown Switches. Hier bin ich bei 45 Gramm. Die Red Switches aus meiner Sicht noch besser geeignet für Zocker, vor allem für RTS-Spieler, weil man da ganz schnell viele Anschläge schafft, ohne großen Kraftaufwand, sind sehr, sehr beliebt, sind so mitunter eigentlich die beliebtesten Sherry-Schalter. Wie gesagt, diese beiden Sherry-Schalter gibt es eben bei der G610, man kann sich da eben entscheiden, Brown oder Red Switches. Jetzt die große Frage, wie schaut es aus mit dem Preis und mit dem kurzen Fazit? Fangen wir mal an. Die G810 kostet nach wie vor so knappe 160 Euro im Handel. Das ist schon ein etwas gehobenerer Preis, wenn man bedenkt, man hat wirklich nur die RGB-Beleuchtung, ein hochwertiges Gehäuse, ein paar Mediatasten, aber man hat sonst nichts. Ja, also es gibt keine dedizierten Makrotasten, wir haben nicht mal eine Handballenauflage. Es gibt auch keine zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten für also einen USB-Hub oder Audioanschlüsse. Das gibt es alles nicht, aber dafür hat man eben eine super hochwertige Verarbeitung. Die G610, die gibt es schon für, unter Anführungsstrichlein, schon für 110 Euro, was ich absolut gerechtfertigt finde. Es ist nach wie vor natürlich ein recht hoher Preis, ganz klar, aber wir bekommen hier eine wirklich top verarbeitete Tastatur. Ja, ich zoome da nochmal ein bisschen raus mit der Kamera. Wir haben hier wirklich eine hochwertig verarbeitete Tastatur, ein hochwertiges Gehäuse, ja, das wirklich einen super Eindruck macht. Wir haben eine hohe Rutschfestigkeit, wir haben dedizierte Mediatasten, die sich auch gut drücken lassen. Man muss dazu sagen, unter den Mediatasten sind keine MX-Schalter, sondern das sind Rubber-Doom-Tasten, aber das ist jetzt auch nicht weiter so schlimm. Wir haben eine Lautstärke-Walze, finde ich auch sehr praktisch gelöst. Wir haben ein sehr nüchternes Design und wir haben trotz allem eine schöne, passende, stimmige, weiße Beleuchtung, die sich auch ein bisschen anpassen lässt. Also wir haben da auch noch verschiedene Beleuchtungsmodi zur Auswahl. Ja, auch das ist in der Software, kann man einstellen. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es eine wirklich tolle Tastatur. Sie gefällt mir insgesamt sogar einen kleinen Ticken besser als die G810. Auch wenn ich hier nicht die farbige Beleuchtung habe. Ich habe hier einfach die hochwertigen Sherry-Schalter. Trotzdem die hochwertige Verarbeitungsqualität und das noch zu einem halbwegs überschaubaren Preis. Also insgesamt eine in sich stimmige Tastatur. Mir gefällt sie gut. Hinterlasst gerne Kommentare, ja, wenn ihr euch vielleicht die Tastatur schon geholt habt oder Erfahrung habt mit der Tastatur. Gerne könnt ihr auch noch Fragen in die Kommentare reinstellen, wenn ihr was Spezielles wissen wollt. Ansonsten gerne freue ich mich über einen Daumen nach oben oder auch unseren YouTube-Channel könnt ihr gerne abonnieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch da draußen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!